Im Jahre 1054 sahen chinesische Astronomen einen hell leuchtenden Stern am Himmel. Er war plötzlich aufgetaucht und verschwand nach einigen Wochen wieder. Die Astronomen hatten den Tod eines massereichen Sterns beobachtet. Er beendete sein Leben in einer gewaltigen Supernova-Explosion. Die Überreste solcher Explosionen können wir heute noch sehen, beispielsweise als Krebsnebel. Der mehr als 6000 Lichtjahre entfernte Nebel, den das Weltraumteleskop Hubble fotografiert hat, leuchtet in vielen Farben. Jede Farbe ist ein charakteristischer Fingerabdruck für die chemischen Elemente und Elementarteilchen, die man in dieser Wolke entdecken kann. Die Farben entsprechen bestimmten Wellenlängen des Lichts. So erzeugen freie Elektronen im Zentrum der riesigen Wolke einen geheimnisvollen blauen Schimmer. Die orangen Filamente am Rand zeigen, hier ist Wasserstoff vorhanden. Die roten Bereiche deuten auf ionisierten Sauerstoff hin. Auch Schwefelplasma ist zu sehen. Hier leuchtet es grün. Wie sind diese Elemente entstanden? Nicht durch den Urknall. Durch ihn konnten nur die leichten Elemente Wasserstoff und Helium entstehen. Schwerere Elemente mussten erst erbrütet werden durch massereiche Sterne. In ihrem Inneren fusioniert Wasserstoff zu Helium, Helium weiter zu Kohlenstoff, Kohlenstoff zu Neon und so weiter. Diese Brennprozesse dauern Jahrmillionen. Sie bilden die Energiequelle des Sterns. Erst wenn sich die Materie in seinem Inneren so weit gewandelt hat, dass ein Kern aus Eisen besteht, geht dem Stern der Brennstoff aus. Er beginnt zu sterben und wird schließlich als Supernova explodieren. Supernova-Explosionen sind gar nicht so selten, doch die sie auslösenden Vorgänge sind oft hinter dicken Schichten undurchsichtiger Materie verborgen. Dadurch kann man sie nicht direkt beobachten. Forscher am Max-Planck-Institut für Astrophysik haben die Entstehung deshalb simuliert. Die Simulation berechnet die erste halbe Sekunde, bevor der riesige Stern, rund 20 Sonnenmassen schwer, explodiert. Innerhalb von Sekundenbruchteilen verdichtet sich der Eisenkern im Sternzentrum immer mehr, bis er in einem gewaltigen Kollaps implodiert. Dabei schrumpft er auf nur 20 Kilometer zusammen, ein Neutronenstern entsteht. Seine Materie ist so verdichtet, dass ein Kubikzentimeter bis zu 100 Milliarden Kilogramm wiegen kann. Der Neutronenstern, hier dargestellt als weißliche Kugel im Zentrum, heizt sich auf bis zu 500 Milliarden Kelvin auf. Die enorme Dichte und Hitze lässt energiereiche Neutrinos, winzige Elementarteilchen, entstehen. Blasen steigen um den Neutronenstern auf. Sie enthalten turbulentes Plasma, das durch die Neutrinos aufgeheizt wird. Das wilde Kochen und Brodeln treibt eine Stoßwelle nach außen, hier bläulich dargestellt. Die Turbulenzen werden immer heftiger. Schließlich steigt der Druck so stark an, dass die nach innen fallende Materie die Expansion nicht länger bremsen kann. Der Stern explodiert. Die Folgen der Explosion sind hier im Zeitraffer dargestellt. Die ausgeworfenen Gase reichern das Universum mit den schweren Elementen an, die der Stern über Jahrmillionen erbrütet hat. Etwa mit Sauerstoff, hier rot. Oder Kohlenstoff, hier grün dargestellt. Das Element Nickel, blau, entsteht erst in der Explosion. Supernovae sind gigantische Elementmischer im All. Die Forscher fragen sich nicht nur, welche Elemente wann entstehen. Sie fragen auch, ob die schwappenden Bewegungen der simulierten Stoßwelle wirklich die Ursache dafür sind, dass aus einer anfänglichen Implosion des Kerns eine gewaltige Explosion entstehen kann. Eine Explosion, die das Weltall so hell erleuchtet wie eine ganze Galaxie. Und welche Rolle spielen die entstehenden Neutrinos? Um das zu überprüfen, suchen die Astronomen nach Indizien.
Ein Indiz könnte das plötzliche Eintreffen eines Neutrino-Blitzes auf der Erde sein. Und den könnten die Forscher hier einfangen, im ewigen Eis des Südpols. Hier wartet das Ice Cube-Experiment auf den Neutrino-Schauer aus dem All, den eine Supernova-Explosion in unserer Galaxie erzeugen wird. Tief im Inneren des Eises sind über 5000 digitale Lichtsensoren bereit, Elementarteilchen zu messen, abgeschirmt von störender kosmischer Strahlung. Der direkte Nachweis von Neutrinos aus dem Supernova-Zentrum wird es den Forschern ermöglichen, die theoretischen Modelle und Computersimulationen zu überprüfen. Neutrinos können daher helfen, das Geheimnis um die Supernova-Explosionen zu enträtseln.